Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Johann sammelt wieder mein Pferd ein. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht sehen, wenn irgendwo ein Pferd rumsteht. Mein Pferd wird schon nicht verhungern in der Zeit, Johann. Naja. Wir gehen mal nach B. Nach B. Ja, da vorne läuft er. Hey, hier. Kollege, Melicha. Guten Tag. Wie geht's euch? Wie sieht es aus, Melicha? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Ja? Alle sind geheilt. Ja, wunderbar. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Jetzt müssen wir... Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Neue Stufe Vitalität und Hauptstufe. Ja, wunderbar. Und Errungenschaft. Pestarzt. Er braucht die Sachen eher als ich. Nein, das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Die wollten bestimmt mir Essen schenken und sowas. Ich bin froh, dass alles gut ausging. Ich auch. So, jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, im Real Life unseren Coronavirus zu heilen. Hoffe ich mal, dass die schnell Heilmittel dafür hinbekommen. Also mal schauen. Werte. Hauptstufe. Hier eins. Ja, da sind wir doch schon ziemlich weit gekommen mittlerweile. Erste Hilfe 2, Speer, Akrobat, Gelehrter. Was haben wir hier? Naturbursche? Können wir nicht. Knoten. Kontemplation. Was ist denn Kontemplation? Solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Warum? Warum sollte ich das? Hä? Dorfheld. Mit gutem Ruf in deiner Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, Redekunst, Agilität und Vitalität. Allerdings sinkt dein Ruf erheblich schneller als sonst und die Malusse für Kerkeraufenthalte bleiben länger bestehen. Malusse. Mit schlechtem Ruf in einer Gegend erhältst du dort einen Bonus von 1 Punkt auf Stärke, weil sie sich berüchtigt. Ach so. Schönling. Du bist ansehnlich und charismatisch. Du gehörst aber nicht gerade zu den stärksten Menschen. Dein Charisma um 2 Punkte erhöht, deine Stärke um 2 Punkte verringert. Nein. Du setzt lieber auf frohe Gewalt, statt Konflikte diplomatisch zu lösen. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Stärke, ab einem Malus von 1 Punkt auf Charisma, aber einen Malus von 1 Punkt auf Charisma und Redekunst. Du ziehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Bonus, Heimlichkeit verlierst du an Stärke und Redekunst. Nein, das ist nicht gut. Akrobat, du hast mir immer Gelenke. Auf den Kopf gestoßen. Redekunst, Charisma sich um 1 Punkt verringert. Aber du hältst einen Bonus auf Agilität. Verbände sind 25% effektiver und du kannst deine Heilkunst auch mit Dialogen einsetzen. Sehr gut, das nehmen wir. Ja. Das ist ungefährlich. Da leidet nichts anderes drunter. So, war's das? Das da wieder zu. So, sonst haben wir nichts, ne? Naja, okay. Buffs, Sporen. Ach, hier werden die angezeigt. Ah, das ist sehr gut. Das Tragen von Sporen verleiht dir einen Bonus auf die Fertigkeit Reiten, dessen Höhe von der Qualität der Sporen abhängt. Wenn man ganz von Liebe beseelt ist, erscheint einem die Welt schöner als zuvor und man selbst erscheint vielleicht der Welt schöner als zuvor. Nachdem du Zeit mit deinem Schatz verbracht hast, ist dein Charisma vorübergehend um 3 Punkte erhöht. Überfressen, so hast du viel in dich hineingestopft und da du derzeit in ein haltsames Leben führst, checkt dein Körper die Folgen schlechter weg. Ach so.
So, hier, wo wir überall willkommen und wo nicht sind. Rovna, da waren wir noch nicht. Statistik. Ach, das sind diese Buffs da, diese Dinge da oben. Die kann ich mir auch erklären lassen. Das ist sehr gut. Fertigkeiten haben wir hier nichts, ne? So. Sehr gut. Das wusste ich nicht, dass ich mir die Buffs da erklären lassen kann. Das ist sehr gut. Da war doch schon mal irgendwas, wo ich nicht wusste, was es ist, ne? Das könnten wir somit jetzt uns mal erklären lassen. So, aber jetzt erstmal haben wir hier was zu tun. Ich kletter mal einfach hier drüber. Regnet es jetzt schon? Nicht mehr, nein. Und hier müsste der Gefangene drin sein. Ja, da haben wir ihn. Hey, Bandit. Willkommen. Willkommen zurück unter den Lebenden. Was war das? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ich stelle hier die Fragen. Warum läuft jetzt die Musik im Hintergrund? Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber der singt ja auch wie ein Vögelchen. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Das ist weise. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Den Rataya Henker nicht unnötig aufhalten. Verstehst? Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Das ist sehr gut, denn jetzt greift uns auch niemand an, den wir dann verprügeln müssen. Der Anführer, wer ist das? Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ich muss mir das leider alles nochmal anhören, beziehungsweise ich will mir das nochmal anhören, denn ich habe das schon vergessen, was der alles erzählt hat, vor lauter, was da im Nachhinein war. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Das ist bestimmt der Sohn von dieser Dämliche da. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheu jetzt zu überfallen. Der Sohn von dem Kam König aber nicht da. Mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben der werdet. Der zum Regieren zu faul ist oder so. Da war doch was. Von König Heinrich, König Karl? Der Sohn von König Karl, der... Wie hieß der? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Ein richtiges Banditenfest. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Und davon gab's auch, aber halt nur Falschgeld. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Richtiger hässlicher Kerl, der Typ.
Wozu der Angriff auf Merhuyet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Ribislavitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Ribislavitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Menhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Menhard dort? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Weiß Menhard, wo das Geld herkommt? Und weiß Menhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Aber er ist wirklich sehr kooperativ. Das Wer muss weiß man noch von lassen. Dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worin ging es um den Worum Brief? Worum ging es in den Briefen? In den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. Mhm. Das genügt. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Diese Entscheidung obliegt Herr Ratzig. Du hast mir geholfen. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. So. Sofort beiseite, du junger Bursch. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Verdammt nochmal, nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. So, letztes Mal gab es eine Schlägerei. Mach, was du willst. Er kommt mit mir. Reden wir darüber? Reden wir darüber. Ha! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Du willst doch kein Mörder sein. Meine Familie ist auch tot. Geh zur Seite und dir wird nichts geschehen. Nur zu, töte ihn. Nee, das auf gar keinen Fall. Du willst doch kein Mörder sein. Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider soll weiterleben? Willst du dich deinem Lehnsherrn wirklich widersetzen? Wenn's sein muss. Dieser Hurensohn verdient den Tod. Wenn du nicht die Eier hast, geh zur Seite und überlass es mir. Meine Familie ist auch tot. Ich verstehe dich, Stroh. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte. Na und? Meine Eltern sind auch tot. Ein Gaul trat meinen alten Herrn und der siechte 2 Wochen dahin. Aber sein Kind zu verlieren, du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Dieser Bastard geht nirgendwo hin. Das kann ich leider nicht zulassen.
Ich habe keine Zeit für dein Gelalle, Stroh. Er kommt mit mir. Wenn du versuchst, mich aufzuhalten, wird es dir leid tun. Verstanden? Harte Worte für einen Grünspan. Klären wir das wie Männer, wenn du es so willst. Naja, gut. Gleich sehen wir, wer am Ende noch steht. Ich hab Handschuhe an. Dann lass uns keine Zeit vergeuden. Nun gut, wie du willst. Na ja. Oh ja, richtig schön die Hucke voll. Wir treten ihn die ganze Zeit nur. Scheiße! So, eine hier, eine da. Eine hier, zack. Und hier noch eine. Und da noch eine. Hier! Mist. So, hast du jetzt genug? Körper aufheben, töten, plündern. Na. Gehen die wieder? Voll das Dorf-Event. Naja, da kann ich ihn auch plündern. So, lass mal sehen. Brot nehme ich gern. Die Groschen nehme ich auch. Die Karotte nehme ich auch. Huch. Oh, Truhenschlüssel. Und Türschlüssel. Wache! Halt. Du, bleib sofort stehen. Ja klar. Was macht der da? Hey du! Rühr dich nicht von der Stelle. Aufhören. Hörst du? Alles gut. Hab ich dich endlich. Jetzt bekommst du, was du verdienst. Was denn? Was? Überrascht? Ich hab genug gegen dich in der Hand, Abschaum. Prügeln in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ganz zu schweigen von anderen Missetaten. Ja? Also halt's Maul. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ja, komm. Hau raus. 150. Bitteschön. Was kann ich schon tun? Bitte sehr. Also gut. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. So, Türen. Gib mir dein Liebesgut, damit ich alles den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben kann. Was? Alles gut? So, was ist mit dem? Kommt er jetzt mit oder was? Ich bringe dich nach Ratai. Bring den Gefangenen in den Kerker nach Ratai. Aufgabe abgeschlossen? Ach so. La 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 la. Es vergeht auch komischerweise keine Zeit, wie man da unten sieht. Wir schweben quasi. Kommen auch nicht in irgendwelche Prädulien. Okay. Wir bringen den Gefangenen nach Ratai. Interessant. Erstatte Herrn Ratzig beim Aussichtspunkt von Thalmberg. Bericht. So, das heißt... Was sind wir? Achso, das ist der Kerker. Spiel gespeichert. Sehr gut. So, Problem ist nur, dass ich in Merhoyet noch einen Sattel kaufen wollte, ne? Das ist, bisschen blöd gelaufen. Jetzt bin ich wieder in Ratai. Und was haben die mir jetzt alles abgenommen? Nicht wirklich viel. Wie sieht's aus? Energie, Sattheit 106. Brief des Gefangenen. Lesen, natürlich. Um Himmels Willen. Mein lieber T, als ich unsere Moment. Ich muss erstmal hier weg von dieser blöd rumschreienden Ollen da.
So, ich wasche mich mal eben kurz. Und dann lesen wir das Brief, den Brief des Gefangenen. Mein lieber T, als ich unsere Währungsreform mit dir diskutierte, sah ich gewiss nicht voraus, wie sich die Situation entwickeln würde. Keinesfalls habe ich zugestimmt, dass die fraglichen Münzen zur Rekrutierung von Banditen und Söldnern aufgewandt werden, um dadurch Gemetzel und Unruhen in der Provinz hervorzurufen. Es entbehrt jeglicher Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn uns jemand mit dem Massaker von Neuhof in Verbindung brächte. Ich verständige dich hiermit, hochlöblicher Herr, dass ich nicht beabsichtige, an weiteren Unternehmungen mit dir oder deinen Ressourcen teilzunehmen. Ich bitte dich eindringlich, mit größerer Zurückhaltung fortzufahren. Da ich erfahren habe, dass ein deutscher Ritter aus Passau Nachforschungen über gefälschte Groschen in der Region anstellt. Aha, ein deutscher Ritter aus Passau. Dieser Ritter, so wurde mir gesagt, nächtigt derzeit in einer Schenke zu Sasau. Zu viele Augen blicken in unsere Richtung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du meine Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, verstehst und achtest mit tiefstem Respekt. S. Oha. Steht das da auch nochmal drin? Interessant. Der nächtigt bei Sasau. In einer Schenke. Rüstungsset. Sehr gut. Ach, das bleibt sogar einigermaßen bestehen. Ich dachte, das geht voll... Ah, das geht langsam kaputt. Kleines Schmiedeset. Nichts zum Kombinieren. So, das heißt, ich brauche nochmal einen Schneider. Wo war der Schneider? Oh, ich sehe... Achso, das ist das Geld vom Stecher. Ich dachte gerade. Das Gewicht der Pfeile? Komisch. Die anderen Pfeile waren so unfassbar schwer. Und die hier sind jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Energie. Ist das... Ist das Weiße ist Energie wahrscheinlich, ja. Oder Ausdauer oder so. Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste ganz kurz nochmal räuspern. So, ich glaube, jetzt ist besser. Das ist immer, wenn ich mit so einer tiefen Stimme lese. Dann, das ist aber... Ja. So, pass mal auf. Wo kriege ich denn so ein Schneider-Set her? Vielleicht bei ihm hier? Hey, du! Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Lass mal sehen, was du alles hast. Kleines Schmiedeset. Ja, genau. Solche Dinge brauche ich. Ich nehme beide. Und das Schneider-Set. Beide. Und ein Schuster-Set. Nehme ich auch beide. Verbände brauche ich nicht. Da haben wir hier ein bisschen was für... Ja, das wäre gut für Alchemie, wa? Könnte ich eigentlich für die Tränke... Komm, ich nehme das Zeug mal. So. Ich kaufe ihm das einfach mal alles ab. Das ist ja hier... Nahrung, Knoblauch, rote Beete. Ach, der hat auch Ringelblumenaufguss schon fertig. 5 Stück. Ja, komm, dann gib die her. Also Gesundheit bringt rote Beete 1 zurück. Und Wein 2 macht aber betrunken. Das ist schwierig. Gegenmittel. Ach, wenn wir Lebensmittelvergiftung haben, oder wie? Jedoch nicht bei einer Lebensmittelvergiftung. Gut. Blaue Steppjacke. Was haben wir? Gewöhnliche geteerte Jacke. Langstreckenpfeile hat er noch. Und... Das war's. Nur die Langstreckenpfeile. Sonst hat er nichts, ne? Die sind alle below.
Ja, gut, das reicht eigentlich soweit. Aber ein bisschen wir den Preis. Entgegenkommen muss er mir ja schon. Nun, ja. Versuchen wir es. Oh, ich habe doch auch noch was, was ich verkaufen kann, oder nicht? Ich würde mal sagen 470, ja? Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. ...490, komm. In Ordnung. Na also. Ich kann dir ja auch noch was verkaufen, glaube ich. Dazu muss ich aber erstmal aus den Satteltaschen... Ach, der Jagdsattel, der kaputte. Hemd von Herrin Stephanie. Ja, das halten wir in Ehren. Den hier und den Silberkelch. Oder brauchen wir das? Ja, sie hat gesagt, das soll uns erinnern. Dann behalten wir es auch. So. Okay. Dann haben wir alles dabei, was wir brauchen. Händler, ich will dir gern was verkaufen. Mach's gut. Und zwar... Warum haben wir gewöhnliche Pfeile? Haben wir die aus irgendwelchen Banditen? Und hochwertige Pfeile, die kriegst du auch, komm. Und Wundpfeile brauchen wir auch keine. Kriegst du auch. Ich kaufe. Ja, nein. Die will ich nicht, nein. Ich möchte gern verkaufen. Aber wir haben trotzdem den Spitzpfeil, den kannst du haben. Und die anderen... Ach, ein Jagdpfeil. 25 Jagdpfeile haben wir auch noch. Die kannst du auch haben. Wir haben Langstrecke und verbessert. So, was haben wir hier? Den Silberring. Was ist denn hier am... schnellsten vergammelt. Die Karotte und der Kohl. Naja. So, die Sachen... Ah, hier. Verzierter Silberkelch kannst du haben. Die Verbände behalte ich. Okay, das müsste es eigentlich gewesen sein. So. Soll er mir noch ein paar Kröten für geben? Ist gut. So, gib mal 84. In Ordnung. Ja? Oh, cool. Dankeschön. Perfekt. So, fertig ist wieder irgendwo. Könnte ich rufen, aber machen wir dann später. So, dann haben wir doch jetzt wieder ein Schneiderset. Ein Schusterset. Ein Rüstungsset. Schneiderset. Truhenschlüssel. Ach ja, wir hatten von dem anderen ganz viele Truhenschlüssel, ne? Und nur noch 182.000. Das ist eigentlich schon fast wenig. Naja. War hier nicht... Hier war kein Schneider, ne? Hier war ein Waffenschmied, ein Rüstungsschmied, ein Bett... Aktivitäten hier und da und Zell und überall. Ah, da zum Alchemietisch wollten wir. Denn wir haben ja jetzt hier einiges an Zutaten. Das mache ich schnell. Dann kann ich mir noch ein paar Ringelblumen auf Güsse machen wahrscheinlich. Wobei ich die Sachen bestimmt auch in der Apotheke kaufen kann. Guten Tag. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Echt? Ich bin wieder gesund. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Wer ist das? Wegen der Schulden? Wegen der Schulden. Schulden bezahlen. Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Ach,
Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Der hat mich mit aufgepäppelt, glaube ich. Wegen Ratai. Wie lebt es in Ratai? Hast du irgendwas über diese Kumanen gehört? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. Schlimm. So, ich mache es mal zurück, beziehungsweise sag mal, nein, ich mache mal Gespräch beenden, denn wir müssen erstmal eine kleine Folgenpause machen. Sehe ich gerade. Oh, Tollkirschen, sehr gut. Verdauungs-Hahnenschreitrank, verrückt, was ist alles? Was es nicht alles gibt. So, ja, wir müssen eine Folgenpause machen und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.